Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Clash of Clans. Zum Glück, gestern Nacht wurde ich gehackt. Jetzt ist der Account wieder da, was auf jeden Fall nice ist. Supercell hat mir den sofort... Jetzt kann ich auch nicht mehr gehackt werden. Das ist jetzt ein für alle Mal durch. Problem ist jetzt nur, der Hacker hat versucht, maximal viel Schaden anzurichten. Ich hatte genau 599 Gems. Die hat er alle in eine Goldmine gesteckt, um sie dann zu gemmen. Also meine ganzen Gems sind weg. Und das Allerärgerlichste ist... Gut, er hat das Rathaus abgebrochen. Das wäre jetzt schon seit 4 Minuten Rathaus 7. Also ich bin eigentlich schon Rathaus 7 jetzt. Ich hatte schon alles am Laufen. Hat jetzt leider noch nicht. Das müssen wir dann gleich noch nachträglich machen. Das Ärgerlichste sind die Trophäen. Bei 1250 Trophäen, wenn du sie einmal erreichst, bekommst du einen vierten Arbeiter, weil du genug Gems bekommst für die vierte Bauhütte. 450 Gems. Er hat mich gedroppt von 1100 und ich hatte wirklich einen guten Run auf 200 zurück. Das ist jetzt bitter. Da ich Rathaus 7 jetzt wäre, werden wir jetzt mal mich kurz Rathaus 7 bringen. Wir bringen mich kurz Rathaus 7 und dann geben wir wieder 599 Gems. Ich habe dann trotzdem Nachteil, ich habe meine Trophäen verloren und ich habe den Nachteil, ich konnte die ganze Nacht nichts bauen. Das war auch noch ein Problem. Ich hätte jetzt sonst schon Armeenlager für heute weiter ausgebaut. Die 8 Stunden werden 2 über Nacht gelaufen. Aber ist okay. Warum hat der Hacker das gemacht? Ich hab mit den Hacker, bin ich sauer. Ich hab überwiegend Mitleid mit dem. Man muss ja, jemand, der sowas macht, der 100.000 Leuten so ein Projekt, was die Leute geil finden, vermiest, der muss ja ein absolutes Scheißleben haben. Ohne Aufsicht aus Besserung. Deswegen ist das für mich fein. Der hat genug Probleme. Ja, vor allem beim Free-to-Play-Projekt. Wir machen ja Free-to-Play-Projekt plus, wir hatten das ja schon mal vor 3 Jahren, diesmal ist aber ein anderes Free-to-Play-Projekt plus den Season Pass. Den Fünfer im Monat. Den kann man aber erst ab Rathaus 7 holen. Da geht das Ganze dann los. Und ich wäre jetzt der Rathaus 7, deswegen machen wir mich mal schnell Rathaus 7. So, was brauche ich dafür? Wie viel Gems kostet die Zeit zu skippen, circa? Ich hatte 600 Gems. So, warte mal, Elgato Alt, zack. Finish. Jetzt sind wir... Oh, was ist das? Saisonbelohnung eingesammelt. Lol, man kriegt die vom Free Pass, obwohl ich sie nicht hatte. Man kriegt den kompletten Free Pass. Alter, Forschungstrank, Bauarbeitertrank, Buch des Bauens, Goldrune, Gems, Ressourcen. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Und der Schub ist wieder an und geht weiter. Oh, wie mächtig. Okay, jetzt muss ich mich auf 599 Gems bringen. Achso, ja, wenn euch das gefällt, gerne abonnieren. Das Projekt geht weiter. Jetzt können wir nicht mehr gehackt werden. Jetzt geht's richtig los. Das ist so, es macht so viel Spaß, Clash of Clans zu spielen. Auch mit Chef Strobel, Sebo und Itzu zusammen. Wie gefühlt noch nie, ist es absolut krass. Wirklich. 608 Gems bräuchte ich jetzt. Früher hatten wir ja den... Das ist 3 Jahre her, das letzte Free-to-Play-Projekt. Das kam so gut an, ihr habt euch so sehr... Das war das meistgewünschte Format, was wiederkommt. Früher hatten wir den Free Pass, das waren hier immer die unteren Boni haben wir bekommen. Die auch, auf jeden Fall auch gut waren und erstrebenswert waren. Forschungstrank, Dunkles, Supertrank. Aber der Gold Pass ist natürlich das Beste, was du da machen kannst. Ja, so, ihr könnt den Creator Code eintragen, ne? Das ist das Allerwichtigste. Da wird fleißig supported. Alle 5% der Juwelen, oder auch Season Pass, oder egal was ihr habt, 5% der Juwelen, die ihr ausgibt, bekomme ich. Und die stecken die in meinen Pay-to-Win-Account rein, um den irgendwann zu maxen. Wobei jetzt auch das neue Mauern-Level unendlich krank teuer ist. Komme damit auf 641, was ein Ticken zu viel ist. Dann nehme ich aber meine Armee kaputt machen. Kann man die nicht mit Gems finishen? Ich dachte, damit kann man Gems... Ich muss, glaube ich, darf ich keine Truppen haben, ne? Ich muss mal Kampf finden. Sebo hat den vierten Arbeiter. Boah. Okay, was ist jetzt am smartesten? Wir holen uns jetzt einmal ganz kurz den Pass. Sebo hat zwar seinen vierten Arbeiter schon, aber er ist noch nicht Rathaus 7. Das heißt, ich hab den Pass vor ihm. Also machen Free-to-Play plus Goldpass. Alle 31 Tage 5 Euro. Wobei, ich muss sagen, man ist jetzt echt... Man hat ja fast innerhalb von 48 Stunden Rathaus 7. Das war schon beeindruckend. Jetzt haben wir den Pass. Jetzt können wir hier die Aufgaben machen. Unglaublich viele Aufgaben. Und können dann dort in den Belohnungen voranschreiten. 626 Gems haben wir. Okay, geil. Jetzt wollen wir einmal im Shop gucken. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. 5 Minuten braucht das. Ich hätte jetzt auch sehr gerne den vierten Arbeiter schon. Das wird jetzt aber ein weiter... Oh, man hat den Barbarenkönig schon. Lol, das habe ich voll vergessen. Dunkle Kaserne dauert zu lange. Lager für dunkles Elixier. Eigentlich auch. Ich habe aber noch einen Bauarbeitertrank. Einfach Rathaus 7. Rathaus 7 ist so ein geiles Rathaus-Level. Jo, was kommt... Jo, wie viele Mauern denn noch? What? Was? So viele neue Mauern? Ändert ja alles, hä? Okay. Ach, eine Kanone. Kommt denn da noch alles? Ein Bogenschützenturm neu? Nee, das dauert... Ah, Tesla ist jetzt auch schon dabei. Cool. Ja, jetzt geht's aber ordentlich. Jetzt geht's aber ordentlich los. Den Bauarbeitertrank, um das Labor instant Level 5 zu bringen. Und dann sind meine Barbaren und Bogenschützen besser. Und damit schaffen wir es, 1250 Trophäen zu schaffen. Labor und dunkles Lager. Wie viel kann das denn speichern? Ist das richtig gut? Okay, das fangen wir an. So krank viele Ressourcen, ne?
Man wird wirklich zugeschissen mit Ressourcen. Das ist so krass. Das war früher so ein Krampf. Ich zieh das Kleine hoch. Das Neue. Ja, easy. Komm, dann machen wir das in der Zeit. Ist doch viel geiler. So, zack, aktivieren. Jetzt machen wir den Schub an. Die Dinger sind heilig. Die Dinger sind Free-to-Play heilig. So, dieser Trank sorgt dafür, dass mein Arbeiter 10-fach so schnell arbeitet wie normal. Alle drei Arbeiter. Sehr cool. 10-fach so schnell. Der hält eine Stunde. Eine Stunde 10-fach, eine Stunde wäre normal. Das heißt, ihr kriegt 9 Stunden abgezogen. Innerhalb des Ganzen kriegt ihr 9 Stunden abgezogen. Und das halt mal 3. Das ist schon mächtig. Wow, wow, wow. Wer bist du denn? Dein Arbeiter ist fertig. Gut gesagt. Geiler Typ. Wer war das? Der hat sich ja die Sekundentimer gestellt. Das war Jakob. Jakob Legend 2. Und daher kommt auch das Legend in seinem Namen. Jetzt ganz kurz einmal alles Gold ausgeben. Nein. Und abschicken. Das kriegen wir noch hoch. Perfekt. Golem, Hexe, Bowler. Bis Rathaus 12 machbar. Kann das mit Queen Charge spielen? Ich will Golem spielen, Digga. Ich bin die Golem. Mit den Golemites. Zuerst hast du einen Golem und dann hast du Golemites. Das ist doch super. Das liebt doch jeder Clash of Clans Spieler. Golem-Hexe ist super. Golem. Wir wollen den Golem. Ich will so doll den Golem spielen. Digga, ich rufe jetzt den Strom an und sage, dass ich den Golem spielen möchte. Der ist hier sogar. Hallo? Hallo? Alter, ich wollte dich gerade anrufen. Ah, moin. Moin. Glückwunsch, dass du der Kopf hast. Danke. Ich werd Golem spielen. Golem werde ich spielen. Mein Angriff wird Golem sein. Golem mit Golemites. Sebo hat schon seinen 4. Arbeiter, ne? Er hat ihn? Ja. Digga, wie süchtig. Krank, oder? Digga, eins von hinten, leck mir die Eier. Was spielst du? Weekend League zu Ende, was dann in Ruhe COC spielen kann abends. Geil, das mache ich auch noch gleich. Ach, der Typ ist schon wieder so ein scheiß Drecksschwitzer, den ich schon wieder die Fresse polieren wird. Ja! Polier ihm die Fresse, Alter. Ja, ich krieg's zweite Tor. Neymar rennt einfach durch. Ja! Yeah. So geil! Nein, doch nicht. Oh, ich will auch die Weekend League spielen, wenn ich das schon höre. Ich habe so keinen Bock dann eigentlich wieder. Ich will nur... Clash ist so schön und friedlich. Und FIFA ist so... Ich will nur Elfs holen. Nur Elfs. Nur 11. Das reicht mir. Und ein FIFA-Tor. Yeah, 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 Mann. Noch so ein Tor, mein Controller ist am Arsch. Wie findest du, die Leute sagen, oh, das ist kein FIFA-Tor, das passiert in echt auch. Ja, vielleicht ist es schon mal irgendwann passiert, dass der Ball in der Mitte liegt und ein Verteidiger und ein Stürmer 5-mal gegentreten und der irgendwo random hinflutscht, immer und immer wieder. Und dann sprintet der Verteidiger und bleibt auf einmal stehen und kann sich nicht mehr bewegen. Und der Torwart macht so und macht eine Parade, aber er macht so die Ellbogen so an seinen Körper und macht so, oh, scheiße, ich krieg den Ball nicht. Fuck. Hält ihn nur. So, Stunt, kann sich nicht mehr bewegen, der Ball liegt da rum, dann will der Verteidiger ihn wegschießen, trifft ihn nicht richtig, dann kommt ein Stürmer, knallt ihn gegen Pfosten, dann backt der Stürmer so und sein Kopf wackelt und dann dreht der Ball sich irgendwie rein. Dann sagt man ja, Digga, das passiert doch auch in echt. Ja, das meinetwegen ist das mal in echt passiert, irgendwie, weiß ich, 1972. Aber es passiert in jedem 5. FIFA-Game. Der Typ ist schon wieder so ein kleiner Trickser, der denkt, er ist so Miesportler. Ja, jetzt nochmal zu meiner Ausgangsfrage. Die Schweinereiter, die hier kommen, sind die gecapped an mein Rathaus-Level oder gecapped an meine Clanburg-Level? Clanburg-Level, sehr gut. Danke. Die Kaserne muss über Nacht. Ja? Mit einem Bauarbeiter-Trank können wir das schaffen? König ist instant. Tesla kriegen wir hin in der Zwischenzeit. Minenwerfer, Luftabwehr 3 Stunden. Geht im Trank schnell. Nur die dunkle Kaserne ist lange. Das schaffen wir. Ich muss ja nur das... Ich guck mal, die dunkle Kaserne und den Bohrer, den lasse ich über Nacht laufen. Die anderen Sachen muss ich jetzt schon fertig bauen. In der Zwischenzeit fertig bauen. Schwierig, aber möglich. Heute dann auch über Nacht ins nächste Rathaus gehen. Oh mein Gott, dafür benutze ich einen Hammer. Oder ist der zu sehr gewastet? Wir werden jetzt ja ein paar Hammer kriegen. Ich könnte dafür... Wir kriegen in Zukunft ja noch ein paar Hammer. Hammer für Rathaus 9. Okay. Boah, jetzt habe ich echt, ich habe Bogenschützen-Barbaren Level 4. Jetzt kommt da mal Schaden von denen rüber. Das sieht doch jetzt mal nach was aus. Schön, schön. Ich muss gar nicht so viele einsetzen. Die sind nicht mehr Level 1, die sind Level 4. Guck mal, wie das schmilzt. Guck mal, da ist jetzt Damage. Schaden zum ersten Mal auf dem Account. Okay. Also, Account ist wieder da. Geil, sind Rathaus 7. Geil. Haben jetzt den Goldpass. Nice. Da werden die Belohnungen auch noch ganz gut. Die kann man... ja, guck mal. Geht direkt hier schon los weiter. Da können wir jetzt explizit auf die Herausforderung gehen. Für diejenigen, die sie mitbekommen haben. Wir wollten ein Projekt machen. Wir hatten ja schon mal Free-to-Play-Projekt vor. Forschung, ja komm, nehme ich die Kobolde. Wir hatten ja schon mal komplett Free-to-Play vor 3 Jahren. Wir wollten Free-to-Play plus Goldpass. Das wollten wir machen. Dann kriegst du nämlich ein paar viele nice Sachen. Und dann geht es auch darum, die taktisch einzusetzen. Was dann cool ist. Und jetzt geht's los. Also die nächste Folge wird dann sein, alle Mauern maxen.
auf dieses schöne Dunkellila, was dann nice sein wird. Und die 1250 Trophäen erreichen für den vierten Arbeiter. Vierter Arbeiter muss kommen. Oh, das braucht nur 32 Minuten. Okay, dann muss ich gleich, während ich was anderes zocke, das direkt upgraden. Ich habe immer einen Timer. Seitdem ich gespielt habe, seitdem das Projekt losging, habe ich mir nachts 2 Wecker gestellt. Hacker hat jetzt mich natürlich ein bisschen zurückgeworfen, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Okay, ey Leute, sehr gerne Meinung in die Kommentare, Kanal abonnieren und nichts zu verpassen. Jetzt wird es nämlich richtig spannend, die 1250 zu erreichen mit Bart, mit Barry und Archer. Sebo hat es ja mit Loons geschafft. Ich muss auf jeden Fall vor Chef Strubel schaffen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.